Respekt, mehr Lohn, mehr Zeit. 2023 wird ein kämpferisches Jahr, insbesondere für Frauen. Malgré les énormes manifestations des grèves féministes de 1991 et de 2019, les salaires des femmes sont toujours encore trop bas, beaucoup plus bas que ceux des hommes. Et malgré ces manifestations, ces mobilisations, les professions dites féminines sont moins reconnues. Le donne ancora subiscono molestie e violenze sessuali al lavoro, per strada, a casa. E sono ancora le donne a svolgere 5,5 miliardi di ore di lavoro non retribuito. Obwohl die Frauen ein Drittel weniger Rente erhalten, erhöhte das Parlament das Frauenrentenalter auf 65. Und vornehmlich männliche Stimmbürger und vor allem Menschen mit hohem Einkommen stimmten dem zu. Unia sosterrà le donne che si mobilitano nelle aziende, sulle piazze, per il rispetto, più salario, più tempo. Mach auch du mit am Frauenstreik. Partecipa toi aussi alla grève des femmes, partecipa anche tu allo sciopero delle donne.